Willkommen zum vierten Teil unseres Android-Orangegurt-Programms. Hier wollen wir uns um das Thema Intent-Filter kümmern. Bevor wir loslegen, noch zwei, drei Worte zu dem Thema Intent-Filter. Das ist ein riesengroßes Thema. Also es gibt zig Möglichkeiten, sich im Programm dieser Intent-Filter zu bedienen. Ich habe mich entschlossen, in diesem Stadium, also in dem Orangegurt-Stadium, mich nur um die wesentlichen Fragen zu kümmern, sodass wir ein grundsätzliches Verständnis dieser Intent-Filter erlangen können. Wer tiefer rein muss für eine ganz spezielle Anwendung, der muss dann entsprechend im Internet erstmal nachgucken, weil es einfach zu breit ist, das Thema, und wir hier beim Orangegurt-Level einfach gucken wollen, dass wir in der Lage sind, die wesentlichen und den Großteil der Programmanforderungen zu verstehen. Und dafür ist das Thema Intent-Filter dann durchaus zu speziell. Wie immer allgemeine Infos, wir finden diese unter codeconcert.de. Hier sind zum einen die Links zu den entsprechenden Videos vorhanden. Als Voraussetzung sehe ich auf jeden Fall das Video zum Thema Intents an, und was dann noch folgen würde, wäre das Bundle Parsable, wobei das für die Filter jetzt nicht ganz so interessant ist, aber wenn man es der Vollständigkeit halber der Reihenfolge nach macht, dann ist eben das letzte Video, was man gesehen haben sollte, das Bundle Parsable Video. Dann auch auf der CodeConcert-Seite findet ihr das Begleitdokument dazu, dieses PDF-File. Hier dieses 2.1 Intents-Dokument und hier auch das Kapitel 3.6 bis 3.8. Die anderen Dokumente solltet ihr eben die anderen Kapitel solltet ihr bei den vorausgegangenen Videos schon entsprechend angeguckt haben. Und wie gesagt, worum es geht, sind Intent-Filter. Ich habe hier den Fokus auf das Thema Bedeutung von Intent-Filtern und grundsätzliche Funktionalität von dem Ganzen entsprechend gelegt. Und wie gesagt, wer mehr wissen will, muss sich eben auch anderweitig dann in diversen Foren auch mal schlau machen. Zum Inhalt. Wir werden mit der Notwendigkeit von Filtern beginnen. Warum brauche ich sowas überhaupt? Danach gucken wir uns mal die Eigenschaften eines Intents an, weil das ist im Prinzip auch der Bereich, wo der Filter dann greifen wird. Und schließlich gucken wir uns mal ganz konkrete Umsetzungen von solchen Filtern an. Und zum Schluss habe ich noch ein kleines Beispiel, wie ich aus einer eigenen App dann ein Browserfenster, sprich eine andere App, starten kann, indem ich die Intents so formuliere, dass die diversen Browser, die wir auf unseren Geräten haben, auch sinnvoll angesprochen werden können. Gut, dann schauen wir uns das ganze Thema mal an. Wir kennen ja das grundsätzliche Konstrukt der Intents, dass diese im Prinzip aus dem Android-System kommen, auch wenn wir in unserer eigenen App diese Intents erzeugt haben. Es wird mehr oder weniger an das Android-System übergeben und von dort aus dann wird der passende Receiver dann gesucht für meine Intents. Grundsätzlich sind Activities solche Receiver, es gibt auch noch andere Möglichkeiten. Aber wenn wir uns das vom Grundkonstrukt mal ansehen, dann könnte es durchaus umständlich sein, wenn bei meiner Activity regelmäßig irgendwelche Intents reinflattern, die eigentlich mit meiner Activity gar nichts zu tun haben. Insofern müssen wir das Ganze irgendwie entschlacken, das ganze System, und dazu dienen diese Intent-Filter. Die bestimmen, was meine Activity bekommt und was nicht. Das heißt, es ist so eine Art Türsteher, der entsprechend sagt, okay, das ist ein für diese Activity relevanter Intent oder kein relevanter Intent. Was wir jetzt aber verstehen müssen, ist, worauf kann ich denn diesen Filter entsprechend ausrichten? Das heißt, was kann ich denn sagen, welche Eigenschaft muss denn ein Intent haben, damit er für meine Activity von Relevanz ist oder eben nicht? Und dazu muss ich verstehen, welche Eigenschaften Intents überhaupt haben können. Nur dann kann ich festlegen, welche Eigenschaften für mich denn von Interesse sind. Gucken wir uns die Eigenschaften mal an.
Wir fangen mal mit der Eigenschaft der Component Name an. Das ist eine sehr wichtige Eigenschaft. Und zwar ist das ein Parameter, der mir angibt, welche Klasse, also welche Java-Klasse, Activity-Klasse etc. diesen Intent empfangen kann. Alle anderen Activities oder Klassen ignorieren diesen Intent. Das ist eine ganz besondere Eigenschaft, weil das macht entsprechend ein Großteil der Intents auch aus. Wir haben solche Intents auch schon tatsächlich mal genutzt in den vorausgehenden Beispielen. Und was wir im Prinzip sehen ist, dass ich bei dem Konstruktor meines Intents eine tatsächliche Klasse angebe. Und das ist dann die Klasse, die für diesen Intent ausgelegt ist. Diese Klasse ist auch in unserem Package drin und dementsprechend brauche ich hier auch keine weiteren Package-Informationen. Das heißt, das ist sozusagen einfach eine Klasse, die im gleichen Package liegt, wie die Klasse, die diesen Intent auch erzeugt. Wenn ich so eine Eigenschaft festlege in einem Intent, sprich diesen Component Name, dann ist der Intent somit explizit. Das heißt, ich lege explizit fest, wer diesen Intent verarbeiten soll. Alle anderen Intents nennt man implizit. Das heißt, wenn ich einen expliziten Intent habe, das heißt, an einen Activity eine entsprechende Information schicken möchte und ich festlege, welche Activity das eigentlich ist, dann habe ich einen expliziten Intent geschaffen und der wird auch immer durchgelassen. Das ist sozusagen die VIP-Karte meines Intents und die kommt dann immer durch diese Activity durch. Wenn ich Activities starten möchte, die jetzt nicht in meinem Package sind, dann muss ich hier entsprechend dann die richtige Adresse angeben. Das heißt, ich packe meinen Package-Namen davor und kann dann auch entsprechend andere Activities hiermit ansprechen. Die nächste Intent-Eigenschaft, die wir uns ansehen, ist die Action-Eigenschaft. Und die Action-Eigenschaft ist im Prinzip entweder eine Information, was hat denn diesen Intent ausgelöst, oder was konkret soll denn der Empfänger des Intents mit den Informationen, die noch in diesem Intent drin sind, denn tun? Das Ganze wird über eine Methode gesetzt, setAction, und es gibt vordefinierte Action-Werte, die sind dann in der Klasse Intent als Konstanten hinterlegt, also hier wäre jetzt die Konstante ActionEdit. Im Prinzip würde jetzt beispielsweise ActionEdit dazu führen, dass ich eine Activity suche, die mit den Datenwerten, die in diesem Intent eben auch hinterlegt sind, einen schreibenden Zugriff realisiert. Das heißt, ich gebe beispielsweise ein Dokument an, ein Textdokument beispielsweise, und ich suche für dieses Textdokument etwas, was darauf dann schreiben zugreifen kann. Wir haben auch andere Activities oder schon gesehen, beispielsweise in unserem Manifest-File haben wir die Action Main schon gesehen. Das ist der Startpunkt einer Activity, damit ich überhaupt eine Activity starten kann. Also hier gibt es verschiedene fest definierte Werte. Es gibt auch eine Möglichkeit, eigene Activity oder Actions entsprechend durchzuführen oder zu realisieren. Den verpasse ich dann einen entsprechenden Namen. Hier empfiehlt sich es auch eben, den gesamten Package-Namen reinzupacken, der idealerweise weltweit eindeutig ist. Dazu nutzt man meistens hier den entsprechenden Firmennamen meinetwegen und kann dann diese Action dann entsprechend auch setzen. Das ist vor allem dann interessant, wenn ich Activities habe, die in meiner Programmwelt entsprechend sich Informationen hin und her schicken wollen, und dann kann ich eben meine eigenen Action-Werte dann definieren. Das nächste, was wir uns anschauen, das ist das Thema Data.
Data ist, sind nicht Daten, sondern eigentlich nur Informationen, wo ich diese Daten finde. Das läuft meistens mit diesen URIs, also Uniform Resource Identifiers. Und beispielsweise eine stinknormale Webseite wäre dann so ein Wert. Also das würde ich dann mit SetData dann machen. Und dann muss ich ein URI-Objekt reinpacken in SetData. Und das würde jetzt beispielsweise für eine normale Webpage dann Parse und dann die Webadresse sein. Das heißt, damit könnte ich jetzt einem Intent mitteilen, dass ich jetzt hier als Datenwert eine ganz spezielle Webseite vorsehe, die ich vielleicht dann mit einem Viewer oder sowas öffnen möchte. Was dann noch interessant ist für die Daten, ist der sogenannte MIME-Type. Das ist eine Information, was für eine Art von Daten denn hier hinterlegt ist, also Text. Plain oder HTML-Seiten etc. Wir werden uns da noch ein paar anschauen. Und den kann ich dediziert hier auch setzen. Das ist dann interessant, wenn ich sage, ich habe jetzt hier eine Datei mit einem speziellen MIME-Type und ich suche eine Activity, die diesen MIME-Type öffnen kann. Oder ich schreibe selber eine Activity, die dazu da ist, entsprechende MIME-Types zu öffnen. Das heißt, ich baue mir einen eigenen Texteditor und der würde jetzt das Intent-Filter eben im Text Plain als MIME-Type hinterlegt haben. Was wir hier jetzt kennen an MIME-Typen, also ich habe jetzt hier eine ganz kleine Auswahl davon hinterlegt. Also wir kennen allgemein Text. Text Plain, CSV, also Komma separierte Files, HTML oder Text Enriched, das wären so Enriched Mail Files, wo ich eben Fett, Kursiv etc. noch hinterlege. Bei den Image-Werten gibt es auch allgemein Image, JPEG, PNG, Bitmap etc. Audio kennen wir MPEG, MIDI, WAV und noch vieles mehr. Video, was häufig auftaucht, ist MPEG oder dieses 3GPP-File. Wer hier tiefer rein möchte, der sollte dann auch das Internet konsultieren. Das ist jetzt keine spezielle Android-Klassifikation, sondern es ist eine allgemeingültige Klassifikation, die für sämtliche Computer gilt. Und wie gesagt, da findet man im Netz einiges an Informationen. Die nächste Eigenschaft sind die Categories. Das sind so ganz allgemeine Hinweise zur Beschaffenheit einer Activity. Das ist jetzt nichts, was ich ganz alleine üblicherweise beim Intent hinterlege, sondern es ist eine zusätzliche Spezifikation. Beispielsweise, wenn ich jetzt eine Activity suche, die jetzt ein Preference Panel hat, dann kann ich als Category eben dieses Intent Category Preference Attribut setzen. Hier finden wir im Internet auch diverse zusätzliche Möglichkeiten, die hier vorgesehen sind. Auch hier kann ich wieder eigene definieren. Wichtig zu verstehen an der Stelle ist jetzt, dass wir mehrere Kategorien setzen können. Deswegen gibt es keinen Setter, sondern ein Add Category, weil wir eben entsprechend zur Not 10 verschiedene Kategorien hinterlegen. Die nächste Eigenschaft sind die Extras. Das haben wir uns eigentlich schon mal angeguckt, etwas intensiver. Das ist nichts anderes wie dieses Bundle, was wir im vorausgehenden Video gesehen haben. Das sind einfach Name-Value-Pairs, die ich in diesem Intent eben hinterlegen kann. Es gibt auch spezielle Action-Werte, die ganz klar definierte Menge an Extras mitliefern. Und zwar beispielsweise, wenn ich jetzt die Action Timezone Changed habe, dann bekomme ich aus dem System garantiert das extra Timezone. Was durchaus Sinn macht, wenn ich jetzt in einer neuen Zeitzone bin oder in eine neue Zeitzone gewechselt habe, dann wäre das ganz sinnvoll, wenn ich auch weiß, in welcher Zeitzone ich denn jetzt bin. Und solche Informationen kriege ich dann entsprechend auch aus den Manuals raus, welche Standard-Intents eben welche Extras noch mitliefern, beziehungsweise wenn ich mir meine Intents auch selber baue für meine eigenen Activities, dann weiß ich das ohnehin selbst, mit welchen Daten ich jetzt hier rechnen kann.
Dann am Schluss noch das Thema Flex. Das sind noch ein paar zusätzliche Einstellungsmöglichkeiten, die meistens mit speziellen Actions noch zusammenhängen. Ist für uns an der Stelle jetzt nur bedingt interessant. Ich wollte einfach nur noch darauf hinweisen, dass diese Flex eben auch interessieren. Dann nochmal eine ganz kurze Zusammenfassung der Intent-Eigenschaften. Also zum einen, diese Eigenschaften geben beispielsweise Auskunft darüber, was denn diesen Intent ausgelöst hat. Oder sie geben Auskunft darüber, was der Intent bewirken soll. Also streng genommen den Grund, warum gibt es diesen Intent überhaupt. Also entweder irgendjemand hat gesagt, ich möchte dich informieren über etwas, was passiert ist, oder jemand sagt, ich möchte, dass irgendjemand was für mich macht. Das sind die beiden Hauptkategorien. Dann, die beinhalten Informationen über Sachen, die bearbeitet werden sollen. Das sind optionale Parameter, aber grundsätzlich, wenn ich beispielsweise einen Intent habe, der einen File öffnen soll, dann muss ich natürlich irgendjemand mitgeben, was das für ein File ist. Dann gibt es die Möglichkeit, Aktionen zu fordern, ohne die spezielle Implementierung vorzugeben. Das heißt, ich sage, ich möchte ein File öffnen. Wer das öffnet, ist mir komplett egal, Hauptsache er öffnet es. Man kann sich so ein bisschen vorstellen wie bei den normalen File Explorern bei unseren Computern. Wenn ich einen Doppelklick auf ein Dokument mache, dann erwarte ich, dass ein Programm sich öffnet, das dann diese Bearbeitung dieses Files realisiert. Welches Programm das ist, ist auf verschiedenen Computern unterschiedlich gelöst. Also wenn ich .txt habe, der eine hat Notepad, der andere hat Notepad++, wieder andere machen es mit irgendwelchen anderen Editoren. Hauptsache, dass der Doppelklick das richtige oder ein Programm öffnet, das geeignet ist, dieses File zu editieren. Und bei Intents ist es entsprechend ähnlich. Ich gebe bei Intents einfach eine Dateninformation mit und sage, bitte, wer auch immer in der Lage ist, diese Daten in der Form zu bearbeiten, wie ich es denn möchte, der solle gefälligst starten und dann diese Daten laden für die Bearbeitung entsprechend dann auch freizugeben. Dann gibt es auch die Möglichkeit, eine spezielle Implementierung zu fordern. Das heißt, ich sage dann entsprechend oder ich gebe vor, wer und nur wer diesen Intent dann verarbeiten soll. Und das ist eine explizite Klassenangabe. Und zum Schluss, und darum geht es ja eigentlich in diesem ganzen Video hier, diese ganzen Intents dienen als ein Unterscheidungsmerkmal für Intent-Filter. Das heißt, die Intent-Filter prüfen jetzt diese Eigenschaften ab und sagen, ja, ich habe eine Activity, die passt, oder zur Not eine Fehlermeldung, wenn man sagt, ich finde ums Verrecken keine Activity, die in der Lage ist, diesen Intent dann zu verarbeiten. Gut, machen wir es mal konkret. Wenn ich mir mal die Intent-Filter anschaue, wir haben verstanden, dass die Filter auf Action, Data und Category abzielen und sie werden auch sequenziell abgearbeitet. Das heißt, wenn ich einen Filter mit mehreren Eigenschaften habe, dann geht er durch und sagt, oh, ich habe hier eine Eigenschaft, die passt nicht, Mismatch, also ist dieses Kriterium nicht erfüllt, ich bin nicht zuständig. Machen wir es mal ganz konkret, wir gucken uns mal einen Intent-Filter an, der dazu da ist, eine Activity zu starten. Das heißt, dieser Filter hört auf Intents, die ein Action-Attribut gesetzt haben. Und dieses Action-Attribut heißt Main, also Starten einer Activity. Und die Kategorie, die allgemeine Kategorie ist Launcher. Das heißt, wenn ich jetzt einen Intent habe, der fordert, dass ein Startpunkt einer Activity erzeugt wird und eine App gestartet wird, dann ist das der richtige und das ganze Ding läuft ab. Wir kennen auch andere Elemente. Wir haben beispielsweise hier das Thema Data uns angeguckt. Hier ist ein Beispiel, das ich jetzt aus den Android-Seiten, aus developer.android geklaut habe. Und zwar das ganze Thema einer allgemeinen URI-Adresse. Hier
habe ich jetzt die einzelnen Informationen in verschiedene Bereiche geteilt und zwar in MIME-Type. Das heißt, ich möchte jetzt hier Videos in irgendeiner Form verarbeiten. Dann das Schema ist dann ein Content-Schema. Die Host-Information läuft auf COM-Example-Project. Das Ganze wird auf dem Port 200 gefordert und das ist dann entsprechend der Pfad, wo dann das Ganze zu finden ist. Und das ist dann eine sehr exakte Information, worauf denn diese Aktivitäten abzielen sollen. Das heißt, ich brauche an einem ganz bestimmten Ort, über einen ganz bestimmten Port, eine ganz bestimmte Art von File, eben diese Video-MPEG-Files, und nur die empfange ich, nur die verarbeite ich. Ich hoffe, dass spätestens jetzt klar ist, dass dieses ganze Intent-Filter-Thema ein riesengroßer Klotz ist. Und ich kann einfach nur jedem raten, wenn jemand sagt, er möchte eine App bauen, die auf Intent-Filter hört, weil man eine allgemeine Möglichkeit programmiert hat, was weiß ich, beispielsweise Videos anzuzeigen, dann muss man sich tatsächlich nochmal etwas intensiver mit dem ganzen Thema auseinandersetzen. Ich hoffe, hier lediglich mal gezeigt zu haben, was der Grundgedanke hinter dieser ganzen Kiste ist. Dass man einfach sagt, es gibt Eigenschaften, diese Eigenschaften lege ich fest und basierend auf den Eigenschaften sagt es die Activity, ich bin zuständig, ja oder nein. Ganz allgemein nochmal, Intent-Filter prüfen die Eigenschaften Action, Category und Data ab. Dann, Sie können beliebig viele Data-Einträge haben. Sie können eine Aktion starten, sobald ein Data-Eintrag passt, aber sie werden auch sequenziell abgearbeitet. Das heißt, wenn ich jetzt entsprechend mehrere Filterkriterien habe, dann beispielsweise Action oder Category oder kein passender Data-Eintrag gefunden wird, dann brechen sie ab. Also es muss sozusagen von den allgemeinen Eigenschaften müssen alle passen. Bei Data reicht, wenn mindestens einer passt. Dann, wenn ich keinen Filter oder wenn kein Filter existiert, bei dem die Data-Einträge passen, dann würde ich auch entsprechend beim Aufrufen eine Exception erzeugen, die ich wieder abfangen muss, etc. Aber auch das muss ich mir als Programmierer überlegen, was passiert, wenn ich einen Intent in die Welt schicke, wo es keinen Empfänger gibt. Also da ist mit Sicherheit noch einiges an Spaß, was auf euch wartet, wenn man das Ding wirklich wasserdicht kriegen will. Und was Sie mitunter eben auch tun, Sie bieten eine Auswahlliste an, wenn mehrere Empfänger passen würden. Auch das kann man dann nochmal konfigurieren und detaillieren etc. Aber auch dieser Fall muss eben berücksichtigt werden. Es gibt die Möglichkeit, dass einer, keiner oder mehrere passen und darauf muss ich dann auch vorbereitet sein. Schauen wir uns das Ganze nochmal von der anderen Seite an. Ich würde jetzt gerne ein Browserfenster starten und das Ganze mit Hilfe eines Intents durchführen. Und die Adresse möchte ich gerne vorgeben und dementsprechend sage ich jetzt, okay, ich erzeuge jetzt erstmal einen Intent, der als Action ein View-Fenster fordert, also etwas, was vorgegebene Daten anzeigt. Danach sage ich, ich hätte die Daten gerne an folgenden Ort gesucht, und zwar unter der HTTP-Adresse www.codeconcert.de und diese Informationen muss ich erstmal parsen, um sie in ein URI-Objekt einzubetten oder ein URI-Objekt zu erzeugen. Das Ganze setze ich dann als Datenwert in den Intent rein und dann sage ich einfach, und jetzt bitte eine Activity starten, die genau diesen Intent als Parameter übernimmt. Das heißt, was wir hinterlegt haben, ist, wir wollen eine View erzeugen, etwas anzeigen, und zwar genau das, was ich als Datenwert hinterlegt habe. Und das ist diese Webadresse. Wenn ich das bei mir in eine Activity reinpacke und das Ganze über einen Knopf steuere, dann wird dieser Knopf dafür sorgen, dass ein Browserfenster aufgeht und entsprechend diese
Code Concert Seite entsprechend angezeigt wird. Und das will ich jetzt hier an der Stelle nochmal unterstreichen. Für uns ist meistens nicht der Filter das Interessante, sondern die Frage, wie kann ich denn ein Indent erzeugen, das ein bereits existierendes Programm in oder eine existierende Activity auf meinem Gerät aktiviert. Und das kann ich nur dann machen, wenn ich ein grundsätzliches Verständnis für diese Intent-Filter habe. Ja, das war es auch schon. Das war ein großes Thema, sehr schnell durchgepeitscht. Aber wie ich eingangs schon gesagt habe, das ganze Thema ist riesengroß und es macht einfach keinen Sinn, auf alle Feinheiten hier Rücksicht zu nehmen. Wichtig ist mir das grundsätzliche Verständnis und mit diesem Verständnis sollte jeder dann auch in der Lage sein, effizient im Netz nach den richtigen Regeln und Vorgaben zu suchen, um diese dann in seinen Code einzubauen. Das war's von meiner Seite und ja, wir sehen uns wahrscheinlich wieder zum nächsten Video. Und da werden wir uns dann einem neuen, auch sehr großen Thema annehmen. Das wird das ganze Thema Fragments sein. Bis dahin, tschüss.